Und hallöchen, Popüche, liebe Freunde, hier ist das Foxy Artemis. Ich bin euer MacGyver, lange nichts mehr von gehört und ich muss erst sagen, das ist super warm draußen. Oh, ja, ich habe heute mal eine aktuelle Sache gesehen. Bei WWE gibt es hier, Ric Flair ist wohl mal zurückgekommen. Wer WWF kennt, das war ich. Ach mein Gott, das war 100 Jahre her, als ich WWF geguckt habe. Und da dachte ich mir, ach, warum machst du nicht mal ein WWF? World Wrestling Federation Quiz. Heute heißt es WWE und SmackDown, wie die alle heißen. Aber ich habe wirklich damals WWF geguckt. Das war schon Ewigkeiten her. Und ich habe hier mal was gemacht. Hier steht drauf, WWF Quiz teste dich. Ich gehe da jetzt einfach mal reingucken und schaue mich an, was mich erwartet. So, ich hoffe, ihr seid alle da. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Und hier steht drauf, WWF Quiz teste die Mittel. Oh, scheiße, es geht, glaube ich, mit Zeit. Seht euch an, ich habe 30 Sekunden noch Zeit. Welche Stadt fand WrestleMania statt? In New York, in Pittsburgh, Los Angeles, Detroit oder Dallas? Das ist jetzt schon schwer. Guck mal, das weiß ich gar nicht. Wo passen wir in Detroit? Hey, was sagt mir das, dass es Detroit war? Was meint ihr? Ich mache jetzt einfach. Nächste Frage. Wen heiratet Macho Man Randy Savage? Eins bei SummerSlam 91. Jetzt habe ich nur 30 Sekunden. Sunny, Diana Hart, Miss Elizabeth, Queen, Sherry, Wendy, Richard. Hieß sie Diana? Ich weiß nicht, hieß sie Diana? Das ist wahnsinnig. Hallo. Ich sag Diana war das. Nächste Frage. Wie heißt der Präsident des Dimani BWF der 1984? Da bin ich nicht mal geboren. Ich glaube, das war noch vor meiner Zeit. Bis Mitte 90er Jahre das Amt war. Body the Brain. Hinnen kenne ich nicht. Hulk Hogan. Jack Tunney, Eric Bischoff, Jerry King Lawler. Wie heißt der Präsident der damaligen? Jerry King Lawler war eigentlich mehr der König. The Brain, Hulk Hogan, war Hulk Hogan Präsident? Ich weiß es nicht. Jack Tunney, Eric Bischoff. Ich sag Hulk Hogan, nur weil ich den Namen kenne. In welchem Survivor Series Team gab der Undertaker, der bei Survivor Series 1990 sein Debüt? Hulkamanias, Natural Disaster, The Dream Team. Ja, also ich weiß, dass da ein Kampf gibt mit Hulk Hogan und Undertaker. Das ist, glaube ich, einer der spektakulärsten Kämpfe überhaupt. Ich kann mir vorstellen, das war, wo Undertaker bei den Hulkamanias aufgetreten hat. Natural Disaster kenne ich alles nicht. The Alliance Million Dollar Team. Million Dollar Team ist mir auch ein Begriff, aber ich sag, das ist die Hulkamanias. Hulkamanias, komm, das ist richtig. Ich bin mir da so ziemlich sicher. WWF Quiz teste dich selber. Welche zwei Superstars gewannen den Royal Rumble 1994? Lex Luger und Hulk Hogan, Shawn Michaels und Bret Hart. Bret Hart und Lex Luger. Teddy DiBiase, Macho Man Randy Savage oder. Also ich weiß, dass der irgendwann gab es. Das war ein totaler geiler Kampf. Den mochte ich gerne. Ich bin sogar der Meinung, das war Shawn Michaels und Bret Hitman Hart. Würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber doch, Shawn Michaels war auch einmal irgendwie der. Aber Macho Man Randy Savage, meine ich, hat er nicht gemacht. Das war mit Dings damals noch, wo er mit Razor Ramon. Es ist schwer. Wie heißt der Finishing Move von Mr. Perfect? Er hatte keinen Finishing Move, das stimmt nicht. Perfect Buster, Perfect Blacks, Perfect Bomb. Ich glaube, das war der Perfect Blacks. Da bin ich mir fast sicher. Ich glaube, das war der Perfect. Mach mich, auf jeden Fall hatte er auch einen Namen. Das war der Perfect Black, Mr. Perfect. Den habe ich ja ewig auch nicht mehr gesehen. Irgendwann war er, glaube ich, von der Bildfläche verschwunden. Ich habe auch nicht so lange geguckt. Irgendwann war dann auch vorbei. Welchen Beruf hatte der Big Boss Man laut Storyline, bevor er WWF Superstar wurde? Anwalt, Polizist, Richter, Gefängniswärter
Oder Berufssoldat? Ne, Berufssoldat war ja eher Sergeant Slaughter, würde ich sagen. Gefängniswächter. Also er ist Polizist, aber so wie er gekleidet war, würde ich fast sagen, Gefängniswärter, würde ich fast sagen. Polizist weiß ich nicht. Könnte auch echt ein Wärter sein mit dem Stock. Ich denke mal Gefängniswärter, weil Polizist wäre zu einfach. Schon mal ist einer absolut einer so meiner Favoriten. Ich meine, der sah toll aus. Und wen brachte Shawn Michaels 1993 als WWF persönlicher Bodyguard? Das weiß ich sogar, das weiß ich sogar. War das Mike Tyson, war das Razor Ramon, Sid Justice, Diesel oder The Big Show? Das weiß ich ganz genau. Das war sein Bodyguard damals, wo er immer sonst bedroht worden ist oder sowas. Da hat er jemand genommen, der war Bodyguard und das war Diesel, der nachher sogar zum Wrestling gehörte. Der hat nachher sogar selber gekämpft. Und ich glaube sogar nachher bei WWE sogar Kevin Nash hieß. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich das mache. Das war schon Ewigkeiten her. Ich wollte das nur mal just for fun machen. Was war der besondere Matchart bei dem zwischen ja. Steve Austin, ich glaube, ich habe nur bis WrestleMania 10 mal geguckt, wenn nicht noch 11, aber dann war es. The Bret Hart bei WrestleMania, es war die Flagpole-Match, es war Loser Leigh, es war Falcon, es war ein Submachine-Match, es war Steel Cage-Match. Ich sag mal, das war ein Submachine-Match. Ich meine, das war, glaube ich, nicht das erste Mal. Hatte er nicht damals auch ein Match mit, na, irgendwas war da auch mal mit Aufgaben, aber ja. Das ist schwer. Welcher dieser Superstar war kein Gründungsmitglied der ersten D-Generation X? Shawn Michaels, X-Pac, Kühner, Triple H, Rick Runner. Triple H war doch WWE. Shawn Michaels, X-Pac, Rick Rude, wer das auch immer ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag, das war Shawn Michaels. Welche drei Tag Team bestritten die ersten beiden TLC-Match der WWE-WWF-Geschichte? Hart Boys? Kenne ich überhaupt nicht. Brother of Destruction, Natural Disaster, Twin Towers. Mega Power, British Bulldog und Brain Busters. Legion Doom, The Rockers und The Too cool und oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich klicke mal die Mitte an. Alles ist die Mitte. Nächste Frage. Es ist schon nicht mehr WWF, das ist schon wirklich weiter höher, wo ich dann, wer war kein Mitglied der Gruppe der Evolution? Guck mal, das kenne ich alles gar nicht mehr. Batista? Ric Flair, Shawn Michaels, Triple H oder Randy Orton? Randy Orton ist mir noch ein Name. Ric Flair. Ich kenne nur Ric Flair und Triple H, habe ich auch schon gesehen, aber wirklich kenne ich den auch nicht mehr. Randy Orton ist mir auch ein Begriff. Aber ich sag, das war Triple H. Ja, dann welcher ehemalige WWE-Superstar stammte aus der Green Bay, Mr. Howder, Jeff Hardy, Mr. Kennedy, Mr. Perfect war doch nicht mehr WWE. Glaube ich zumindest nicht. Jeff Hardy war das. Welcher dieser Superstar gewann bislang Stand Januar 2012? Bis da habe ich ewig nicht geguckt. Monkey the Blank Match, Mr. Kennedy, Kane, Jake Swagger. Ich weiß gar nicht, wer die alle sind. Die kenne ich nicht. Kane kann ich. War das nicht irgendwie so eine Art Undertaker-Dings? Kenne ich nicht. Hallo, ich habe WWF eingegeben und nicht so einen Scheiß. Ich wollte wissen, ob ich mehr mit WWF zu tun habe oder mehr mit WWF weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach Kane. Den kann man nicht gern haben. Welcher dieser aktuellen WWE-Superstar ist US-Amerikaner? Christian, Wade Barrett, Dolph Ziggler. Das kenne ich alle nicht. Ich sage Christian. Die Auswirkung. WWE Quiz. Zweiter Gang beginnt hier. Die Auswirkung. Du hast 4 von 15 Aufgaben richtig beantwortet. Das war die WWF-Dinge. Alle anderen habe ich nicht.
Ja, das war super schlecht von mir gewesen. Ich hatte auch gedacht, ich finde so bessere WWF-Geschichten, die mir irgendwie weiterhelfen. Wer kennt von euch eigentlich WWF? Hat das irgendeiner damals geguckt? Damit spreche ich jetzt die jüngeren Leute an. Hier sieht man immer nur Trivia Challenge, WWE. Damals hieß es wirklich WWF. Und hier sind so Sachen, das ist nicht mal Deutsch. Ja, wenn ich nächstes Mal noch was finde, dann werde ich es noch mal machen. Und ich werde noch mal nach einem anderen suchen, ob ich da was Besseres für euch mitfinde. Um da noch mal warten. Ja, schreibt mir noch einen Kommentar. Gebt mir einen Daumen hoch da. Schreibt mir Kommentare, was ihr im WWF gut fandet. Ich fand damals auch gut mit Yokozuna und Undertaker, der Sarg-Match. Es gab damals so spezielle Dinger, die wirklich gut waren. Oder Crash mit Macho Man, wo man nur aushöhlen durfte. Das waren Kämpfe, die einfach super waren. Und wer von euch ist euer Lieblings-WWF-Superstar gewesen? Das würde mich auch super interessieren. Lasst mir Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und immer dran denken, liebe Freunde, wir sind nicht Pix, nein, wir sind Foxys. Game over.